Hallo zusammen, ich bin Digital Dad und heute werden wir gemeinsam den Homematic IP Access Point einrichten und nach der Erstkonfiguration werden wir die Geräte des Homematic IP Sicherheitsset in der Bildedition, in dem Fall den Bewegungsmelder, als auch die Alarmsirene für innen konfigurieren. Zu Beginn müsst ihr natürlich die Homematic IP App herunterladen. Das habe ich in meinem Fall schon getan. Die App ist sowohl für iOS als auch in Android verfügbar. Und wenn die App das erste Mal startet, seht ihr den folgenden Screen. Da müsst ihr jetzt natürlich die Nutzungsbedingungen akzeptieren, sonst geht es nicht weiter. Das machen wir jetzt mal. Genau wie die Datenschutzerklärung, die akzeptieren wir jetzt auch. Und dann können wir auch schon mit der Einrichtung beginnen. Vorab, ich habe den Access Point bereits mit dem Netzteil, also mit Strom verbunden, als auch mit einem Netzwerkkabel und er liegt direkt neben mir. Dann fangen wir jetzt mal an. Dann können wir einerseits den Access Point, die Gerätenummer händisch eingeben oder scannen, den QR-Code. Ich bin eher so ein Scan-Fan. Dann möchte die App auf meine Kamera zugreifen, das darf sie auch. Dann scannen wir jetzt mal. Ja, er ist in der Nähe von einem Router oder einer Steckdose. Genauso habe ich ihn verbunden. Ob der Access Point dauerhaft blau leuchtet? Ja, das ist der Fall. Ja, dann bestätigen wir das Ganze mal. Das ging jetzt wirklich sehr flott. Die App möchte mir Mitteilungen senden, das darf sie natürlich. Die Einrichtung war jetzt unter einer Minute gefühlt. Bin ich echt überrascht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Was gibt's hier? Basic. Ich kann eine PIN setzen. Ich kann einen Wetterstandort festlegen. Ja, fangen wir doch direkt mit dem Wetterstandort an. Da geben wir jetzt mal Mainz ein. Suchen. Genau, das passt. Dann setzen wir eine PIN. Ah, PIN ist natürlich in dem Fall sinnvoll, wenn ihr ein Alarmsystem habt oder allgemein, dass nicht jeder das einfach steuern kann. Dann setzen wir mal so einen ganz schweren PIN. Jetzt hätten wir nur noch ein Gerät zum Anleihen übrig. Bevor wir das machen, möchte ich mich allgemein mal umgucken. Unter Home ist noch nichts. Basic waren wir, Gruppen, ist auch noch leer. Ah, unter mehr geht es weiter. Geräteübersicht, da dürfte auch nichts sein, genau. Geräte anlernen, Geräteupdates, Automatisierung, Kamera. Mit dem Access Point können Kameras verbunden werden. Ich mache das jetzt hier mal nur beispielhaft, weil es gehen Smartfrog-Kameras, also ich besitze keine, aber die könnte die auch darin verwalten und meines Wissensstandes bis zu 10 Kameras. Da gehen wir jetzt mal zurück. Dann die allgemeinen Einstellungen, den Standort haben wir gerade gesetzt, den PIN, Benutzerübersicht, wahrscheinlich wer eingeloggt war, Geräte-Update-Modus. Ah, das finde ich immer sehr wichtig, denn wenn die Geräte automatisch ein Update machen, kann es ja auch vorkommen, dass das Update fehlerhaft ist und dass ihr dann Probleme habt. Deshalb finde ich es immer gut, wenn man es manuell installiert und das Update schon eine gewisse Zeit auf dem Markt war, damit mögliche Fehler schon ausgemerzt sind, deshalb lasse ich es jetzt mal auf manuell. Benachrichtigungen. Ja, niedriger Batteriestand ist natürlich interessant. Wann ein Handy hinzugefügt wird. Oder Wartungsarbeiten, das passt auch. Alarmsound. Ja, das sind alles so Informationen, sage ich jetzt mal. Die könnt ihr alle selbst herausfinden, das ist jetzt nichts Wichtiges. Sprachsteuerungsassistenten, die unterstützt werden. Alexa, Google und Konrad. Siri in dem Fall nicht. Auch sehr interessant. Bei der CCU habe ich es jetzt noch nicht verknüpft, geht aber auch über Drittanbieter. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Und dann mehrere Access Points. Das ist natürlich auch interessant, wenn ihr zum Beispiel eine Ferienwohnung hättet, dann könntet ihr dort auch ein Homematic-System installieren und habt alles in einer App. Das macht es natürlich einfach. Jo, vom Prinzip war das jetzt die Einrichtung. Dann lernen wir einfach mal ein Gerät an. Starten wir jetzt mal. Gerät aktivieren, Spannungsversorgung. Ja, das kriege ich doch hin.
Das kriege ich hin. So, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat er es dann auch hinbekommen. Dann geben wir mal die letzten Ziffern der Nummer ein. Geht auch per Scan, wie ihr seht, über den QR-Code unten. Genau, das ist der Bewegungsmelder. Ah, in welchem Raum? Den möchte ich ins Wohnzimmer setzen. Jetzt erstellt er den Raum Wohnzimmer. Ja, Bewegungsmelder innen, das lassen wir jetzt mal so. Dann kann ich darüber über den Bewegungsmelder sowohl das Licht steuern als auch Sicherheitsfeatures. Also in dem Set ist es ja als Sicherheitsfeature gedacht. Ich werde es jetzt hier nur auf Sicherheitsfeature einrichten, weil das die Sirene auslöst. Geht natürlich auch, wenn ihr beides auslöst, auswählt. Aber ich steuere darüber jetzt kein Licht. Ja, das war's. Ja, dann lernen wir auch noch gerade die Sirene an. So, die habe ich auch schon neben mir liegen. Ich da erstmal die Batterie reinmachen. Da brauchen wir auch die letzten Ziffern. Auch hier möglich über QR-Code scannen. Die setze ich natürlich auch ins Wohnzimmer. Ja, Alarmsirene, passender Name. Dann hätten wir die Geräte aus dem Set Sicherheit angelernt. Und dann können wir weitermachen. Jetzt schauen wir uns die Geräte einmal in der Geräteübersicht an. Da sehen wir die Alarmsirene und wir sehen den Bewegungsmelder, welcher ganz viele Symbole hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Fehler. Ah, es konnte nicht die ganze Konfiguration übertragen werden. Okay. Gehen wir mal zurück. Bei dem Bewegungsmelder. Jetzt weiß ich, warum der das nicht hat. Die Batterie war nicht richtig drin. Das kriegt er jetzt bestimmt auch gleich hin. Schauen wir einmal. Jetzt haben wir die Fehlermeldung beseitigt. Sehr schön. Jetzt seht ihr hier noch so eine kleine Kneifzange. Die bedeutet einfach Sabotagealarm. Denn ich habe hinten die Klappe ab. Dann beseitigen wir diesen Sabotagealarm einmal, indem ich die Klappe draufsetze. So, Klappe drauf. Und wie ihr seht, ist direkt der Sabotagealarm verschwunden. Jetzt habt ihr im unteren Bereich direkt das Menü Sicherheit hinzubekommen. Da gehen wir jetzt mal auf Alarmkonfiguration. Scharfschaltmodus ist insoweit ganz interessant, dass das System erst scharf schalten würde im Pro, wenn jedes Gerät im normalen Zustand war, also beispielsweise kein Sabotagealarm oder ähnliches, also dass jetzt nicht scharf schalten direkt der Alarm losgeht, weil irgendein Fehler ist, finde ich sinnvoll. Denn wenn ihr jetzt beispielsweise unterwegs seid und ein Fenster kippt und der Sensor auslösen würde, beziehungsweise wird ja dann direkt auslösen, weil Fenster geöffnet, das wäre blöd. Deshalb lassen wir mal den Basic-Modus, der würde dann wird dann halt auch aktiviert, wenn irgendwelche Probleme vorhanden sind, zum Beispiel, wie es da steht, geöffnetes Fenster. Das lassen wir jetzt mal so. Dann stiller Alarm. Ja, ich sag mal so, ihr kriegt eine Nachricht aufs Handy. Ich finde immer, ein Ton hat eine abschreckende Wirkung. Deshalb lasse ich den stillen Alarm jetzt mal aus. Scharfschaltverzögerung, das ist natürlich auch gut, wenn ihr jetzt beispielsweise das Ganze aktiviert noch im Haus seid. Und der Bewegungsmelder auslösen würde, dann würde ja auch direkt der Alarm ausgelöst werden. Deshalb ist die Verzögerung hier ganz gut. Gehen wir jetzt mal auf 5 Minuten. Alarmsirenen innen. Ist jetzt halt in, weil ich die Innensirene hier habe. Dann Einschaltdauer der Sirene. Identisch wie zur Außensirene könnt ihr hier halt auch definieren, wie lang soll die Sirene am Alarm schlagen. Habt aber nur begrenzte Ausfallmöglichkeiten. Also maximal 6 Minuten. Ich lasse es jetzt mal auf 3 Minuten. Dann könnt ihr auch hier akustische Signale auswählen. Ich mache jetzt mal einen Testalarm. Okay, wie ihr seht, es macht einen Heidenlärm. Gehen wir wieder zurück.
Dann könnt ihr natürlich auch das optische Signal auswählen. Das ist dann dieses Blinken. Dann akustische Bestätigung. Das ist, finde ich, irgendwie schon ganz cool, dass bevor ihr das Haus verlassen, es aktiviert, kriegt ihr nochmal eine Bestätigung. Hey, dein Alarm ist jetzt wirklich aktiviert. Das ist durchdacht. Dann gehen wir auf Hüllenschutz. Bitte wählen Sie Geräte aus für den Hüllenschutz. Natürlich im Bewegungsmelder. Fertig. Okay. Vom Prinzip haben wir jetzt einiges konfiguriert. Wir sehen, die Sicherheit ist hier aktiviert im Wohnzimmer. Und dann könnt ihr oben über diesen Hausknopf sagen, unscharf, Hüllenschutz oder Vollschutz. Was ist der Unterschied? Hüllenschutz bedeutet, alle Sensoren, die außenrum sind, würden aktiv sein. Was heißt außenrum? Das könnt ihr dann definieren. Und Vollschutz bedeutet alle Sensoren innen. Also wenn ihr abends ins Bett geht als Beispiel und den Vollschutz aktivieren würdet und dann nachts aufsteht aufs Klo zum Beispiel, dann würde eure Alarmanlage Alarm schlagen, denn die Bewegungsmelder haben ausgelöst. Entsprechend da wäre der Hüllenschutz sinnvoll, den zu aktivieren. Dann aktivieren wir jetzt einmal die Sirene bzw. den Alarmmodus, wenn man den Vollschutz. Sollten wir gleich noch ein akustisches Signal erhalten. Da war es auch schon. Da konnte ich nicht lang genug warten. Es kommt gleich nochmal bestimmt. Da ist es. Jetzt ist es aktiv. Und wenn wir jetzt den Bewegungsmelder auslösen würden, sollte das System Alarm schlagen. In meinem Fall hat er natürlich noch eine Bewegung gebuffert. Deshalb führe ich euch jetzt mal mit einer Sabotage vor. Und wie ihr seht, wie ihr gesehen habt, direkt bei der Sabotage habe ich eine Meldung aufs Handy bekommen. Und in der App habt ihr auch die Möglichkeit, den Alarm zu bestätigen. Dadurch wird es deaktiviert. Und wie ihr seht, hat sich oben direkt der Vollschutz geändert auf unscharf. Und ihr seht, dass ich immer noch das Sabotagesymbol habe. Also das funktioniert einwandfrei. Zusammenfassend habt ihr gesehen, es ist extrem einfach, das ganze System einzurichten. Ich finde es sogar deutlich einfacher als eine Einrichtung einer CCU. Natürlich habt ihr nicht so viele Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren, aber auch hier könnt ihr Gruppen erstellen und Lichtsteuerung mitmachen. Für diejenigen unter euch, die jetzt zum Beispiel keine VPN-Verbindung haben nach Hause, um die CCU zu steuern oder Cloudmatic benutzen, ist es auf jeden Fall eine Lösung. Nachteil natürlich, das ist bei dem letzten Beitrag herausgekommen, das hat mir ein User gemeldet, dass die Alarmsirene als Beispiel, wenn ihr die in diese App einbindet, könnt ihr keine Verzögerung einstellen. Also eine Alarmverzögerung in dem Fall. Angenommen, ihr löst aus Versehen Alarm aus und dann würde die Sirene außen, ich sage jetzt mal verzögert, eine Minute erst Alarm schlagen. Hat natürlich den Vorteil, ihr würdet nicht beim Fehlalarm jedes Mal die Nachbarn nerven. Da hatte der User auf jeden Fall recht. Auf dem Weg auch nochmal vielen Dank für den Kommentar. Das war's mit dem Access Point und wie ihr ihn bedient, wie ihr was einrichtet. Nächste Woche gehen wir auf den Bewegungsmelder ein. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Natürlich interessiert es mich auch sehr, wie eure Erfahrungen mit dem Access Point sind oder auch mit der Konfiguration, welche Hürden ihr hattet. Und gerne könnt ihr mir auch einen Daumen hoch da lassen, würde ich mich sehr freuen, oder ein Abo. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dann.